Willkommen zu The Recottoning, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 20. Oktober 2015 und dies ist die 17. Folge. Mein heutiger Gast ist... André Blau. Ja, der André Blau ist hier. Wir haben... Danke, dass du hier heute zu Gast bist. Du gern. Du bist Kabarettist? Nicht mehr so, jetzt eher Schreiber. Ja. Textarbeiter, schreibe für Olalei, für von der Werbung bis hin zum... Aber immer noch in der kreativen Ader drinnen. Ja. Ja. Also, sonst hätte ich mir den Kottan nicht angeschaut. Ja, es ist harter Tobak. Genau, das wäre meine erste Frage nämlich an dich. Was ist dein Bezug zu Kottan? Weil du hast sie wahrscheinlich noch zur Erstausstrahlung damals gesehen. Kann das sein? Einige möglicherweise. Die wir uns heute angeschaut haben, konnte mich an Elemente erinnern. Der Kottan war halt so wie viele Filme, die entstehen und die dann, warum auch immer, zu einem Kultobjekt werden, zu einem cineastischen. Und Kottan war zu der Zeit offensichtlich durchaus sowas und dann schaut man sich es einfach an. Das wäre jetzt vergleichbar, Tribute von Panem, wenn du jetzt guckst. Achso, okay, guckst. Das ist einfach das, was so. Die hippen Leute sich quasi gemeinsam anschauen. Das war so der okay. Kottan unter anderem natürlich. Und halt mehr Massenansprechung, weil es im Fernsehen war, oder? Gegenüber dem Film. Naja, und der Vorteil natürlich, weil ja viele das Team, das Kottan gemacht hat, vom Regisseur bis zu den Schauspielern, das waren einfach Bekannte. Das waren wirklich bekannte Menschen, wo man sagt, ja. Man guckt rein, wie die denn miteinander. Ja, du hattest diesen Moment eben mehrmals während der Folge so, den kenne ich doch irgendwoher und den kenne ich doch irgendwo und sie kenne ich doch auch irgendwoher. Woher sind die ganzen Leute? Weil für mich ist es klarerweise durch meinen Vater der Bezug und bei meinen meisten Gästen, weil die halt eher jünger sind, also du bist definitiv derzeit einmal der älteste Gast hier. Super. Nein, passt eh. Es bringt ja auch was, wenn man einen neuen Bezug durch Erfahrung quasi bekommt. Ist doch sinnvoll. Und ich habe es über meinen Vater kennengelernt. War das für die Generation, also deine Elterngeneration? War das noch irgendein Ding oder hat man das dann schon, ich habe immer wieder Sachen gehört, dass zum Beispiel die Polizei den Kottan überhaupt nicht leiden konnte, die echte Polizei. Wahrscheinlich, kann ich jetzt nicht sagen, indem ich in meinem Bekanntenkreis wenig Polizisten habe und hatte. Ich kann mir das schon vorstellen, weil natürlich der Kottan, so wie angeblich ja ein echter Wiener geht nicht unter, der Wiener von den Menschen im Gemeindebau von einigen gar nicht geschätzt wurde, weil die gesagt haben, so sind wir ja gar nicht, hat glaube ich auch die Polizei reagiert. Also da gab es, wo du sagst, erinnere mich durchaus, es gab Pressemeldungen, wo die Polizei sehr zurückhaltend bis zurückweisend gegenüber Kottan reagiert hat. Also so sind wir nicht, so wollen wir uns nicht dargestellt wissen. Kritik an allen, die da mitmachen und so weiter. Wir erwischen euch mal, dann schauen wir sich das an. Also das war schon natürlich ein kleiner Skandal. Mhm. Und das hat aber natürlich wiederum den Reiz ausgemacht, dieses, man schaut sich was an, was jetzt von einigen, die Hierarchie bei Kottan wurde ja immer in Frage gestellt. Ja. Das kommt da jetzt bei der Folge wieder ja, raus. Ja, weil, aber hier extremst. Ganz extrem. Ja, also der irre Chef, ja, den genau, niemand ernst nimmt und. Aber das gehen wir gleich in die Folge. Perfekter Anschluss, weil es fängt gleich damit an, dass das gehen wir einfach in die Folge rein. Es fängt damit an, dass Kottan beerdigt wird. Genau. Aber es ist nur, sind es nur die Wahnvorstellungen von Pilch? Und man denkt sind's? Es sind die Wahnvorstellungen. Okay. Ich war mir nicht sicher. Ich habe mir erst gedacht, aha, habe ich da was verpasst? Wurde der Kottan dann vom noch ein Resetaritz noch von jemand gespielt? Ist nein, vor allem ich habe das Problem gehabt, dass ich so, warte, war irgendwas in der letzten Folge, was ich verpasst habe? Ist er gestorben irgendwo? Was ist passiert? Ja. Und dann, nachdem wir den Pilch, da verraten wir jetzt was, aber wer will, kann sich anschauen. Ne? Ja, eben, genau. Ist ja so. Der Pilch dann in der Zwangsjacke bei seinem Therapeuten liegt, dann ist mir sofort eingefallen, oh, sowas Ähnliches gab es ja beim Inspektor Clouseau. Voll, ja. Weil diese Geschichte, wo er so große, wie der Chef des Inspektors große Schwierigkeiten hat mit dem, mit diesem Untergebenen, mit diesem Angestellten im Exekutivdienst und den will er irgendwie loswerden. Und auch der nette Vorschlag vom Psychologen, ja, dann müssen sie eben ihn physikalisch entfernen. Genau. Und wo er dann sagt, naja, töten ist nicht so ganz meins oder irgendwas in der Richtung. Mord ist nicht mein Hobby. Der Pilch hat diese Folge wieder ein paar wirklich exzellente One-Liner gehabt. Also da waren wirklich ein paar großartige dabei, dazu kommen wir noch.
Aber ja, genau, eben, und das ist schon mal ein sehr interessantes Intro. Also die Folgen sind immer obskurer und obskurer geworden, aber diese hier hat es ein bisschen wieder in die Realität zurückgebracht. Vor allem, und das ist mein erster Punkt, quasi von dem Inhalt her, der Mörder in dem Fall war erstens einmal ein Serienmörder und es war so eine Adaption von einem amerikanischen Szenario im Endeffekt. Ja, ich Weil habe das mal. kenne ich in erster Linie aus neuem deutschen Fernsehen vielleicht und eben aus amerikanischen Krimiserien. Ja, ich habe mal da bei dem, ich müsste jetzt da blättern, ich lasse aber die für mich, da ich sie selber geschrieben habe, fast unleserlichen Notizen und für jeden anderen wahrscheinlich auch. Aber die Idee dieses Irrwitzigen, und das, da greifen wir jetzt weit vor, aber es ist in dem Fall wirklich der Mörder, der übrigens relativ spät reinkommt. Es gibt sehr viel Atmo, sehr viel Vorstellen der Charaktere, die Wieder mal in der 17. Folge, ja, so als Wahnsinn, wüssten wir nicht, ganz wer sie genau, sind. ja. Ja, und die Beziehungen zueinander, wie stehen die zueinander, wie ist der Kottan gesettelt mit seinem Vorgesetzten, mit seinen Kollegen, mit seinem Privatleben und so weiter. Ich glaube, das war, wie lange hat das gedauert? 15 Minuten oder Gut, so, aber eine mindestens von einer Folge, die jetzt nur 60 Minuten lang ist. Wahnsinn Ja, eigentlich, dass das Wahnsinn, erst gell? quasi nach dem ersten Akt im Endeffekt kommt erst der Mörder. Kommt Und der? der ist aber wirklich, also erstens einmal Hut ab vor dem Schauspieler, weil der hat das beinhart durchgezogen, der hat null mal seinen Charakter gebrochen. Ich habe ihn nicht gemocht, ich habe aber wirklich exzellent gespielt, finde ich. Und jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich dein Moderieren genutzt, um ein bisschen zu blättern, die Obsessionen eines Mörders so darstellen, also so völlig überzogen. Da gab es unter anderem einen Österreicher, der Karl-Heinz Böhm, der das vor Jahren einmal bei Peeping Tom. Da hat er also Obsessionen eines Mörders, da war er der Oh Fotograf, der die ja. Todesan. Wurde dann ja wieder verfilmt mit, weiß nicht mehr, vor einigen Jahren. Ja, jetzt hat ein Remake gegeben, ja. Relativ gut gefeatured. Ja. Und natürlich hat er das Parfum. Voll, Ein voll, voll, Typ, voll. der in seiner eigenen Welt lebt und so auch unser Mörder in dem Fall jetzt, der Tierpräparator ist. Und das mehr findet man auch erst Minute So, 40 oder wow. so heraus, ja. Das ist ein Tierpräparator. Davor war er nur ein creepy Massenmörder. Genau. Und jetzt ist er auf einmal, kommt das Mit mit dem Tierpräparator rein. das kann Mit man dem sagen. ganzen Keller, der dann noch Ja, dazu kommt. Keller. Und was Wien ja eigentlich, die Kellerlandschaft Wiens war ja da weniger Thema, außer im Kottern. Die Kellerlandschaft Niederösterreichs innerhalb der letzten Jahre ja war also als gebürtiger Niederösterreicher. Wir haben unsere Keller, ja wirklich. Da gibt es die Weinkeller, da gibt es wahrscheinlich dann wirklich diese Jagdkeller, da gibt es die Nazikeller, die gibt es ja immer noch. Also braucht man das Dann nicht die nur Kampusch, Niederösterreich. dann die Ah Kampusch, ja, die na freilich, Kampuschkeller. ganz Also ich genau. glaube, so würden sie es heute nicht mehr schreiben. Möglicherweise wäre, oder da wäre die Kritik von ganz anderen Seiten. Ja, das kann sein, ja. Und da hat dieser Kottan, wenn man so will, in ganz einer, so geht es sehr zynisch, in einer sehr, sehr eigenartigen, visionären Vorwegnahme des österreichischen Kellerlebens genau diesen riesigen, du hast selber gesagt, wie wir geschaut haben, was hat der für eine Wohnung, wenn er so einen Keller hat? Ja, eben, Dieser genau. Keller ist loftähnlich, das muss man ja gesehen Ja, haben. das war ein Wow! Souterrain eigentlich, weil es ist noch Licht durch die Fenster gefallen. Genau. Und ja, das war was, 3 Meter hoch oder so. Wahnsinn, also ein Ja. Altbaukeller, könnte man sagen, ein Souterrain-Palast. Den hat er extra Ja. nochmal ausheben lassen oder was? Und Weil als Tierpräparator, schätze ich mal, verdient man jetzt nicht so die Mörderkohle. Wobei er ja sein jetziger Job war, Vertreter von Landwirtschaftsmaschinen, Ja, genau. landwirtschaftlichen Maschinen. Und also eigentlich war dieser Mörder so von seinem Auftreten Privatier, der eigentlich Knete hat und sagt, okay, Ja. ich leiste mir mein Hobby, mein teures Hobby, das Töten von Menschen und Ausstopfen von Menschen. Was er im Endeffekt ja dann Genau. so angestrebt. Und ein sehr vermögender, ich habe dann auch geschaut, bei dem, da gibt es die kurze Szene, wo die jeweiligen Opfer, also er ist ein offensichtlich immer wieder als alleinstehender, Eine arme inserierender, Seele. eine arme Seele, genau, Ja. der so sich da ja vor dem Zuschauer so offenbart und der über Inserate Frauen kennenlernt und die füttert er. Und die haben dann beide befunden, dass
diese Creme, mit der sie füttert, die sie so nicht willenlos, aber so dem Leben mit seinen Fairnissen mit großer Gleichgültigkeit begegnend, ja, versetzt mit irgendeinem Stoff, und dieser Stoff, den interessiert. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, was da drin ist in der Creme, aber ich möchte das haben. Ich möchte das Rezept für die Creme haben, ja. Weil, wow, den Leuten war, die fanden dann alles cool, ja. Gelegentlich vor einem Auftritt, wow. Ja, genau. So. Und ich habe dann geschaut, dieses kleine Speisezimmerchen da, oder, ein Wandteppich, wo ich mir gedacht habe, das ist ja gar blöd, der kostet auch Geld. Gut, wird vielleicht ein Nachbau, wahrscheinlich sogar für den Film, ja. Aber so die Einrichtung, die war recht gediegen. Vielleicht hat er ja auch noch seinen Opfern irgendwie das Geld auch noch, weil die waren ja meistens Witwen oder alleine stehend. Vielleicht war das irgendwie die Erklärung für das Geld. Ja, er erwähnt ja, er hat einen Gebrauchtwarenhandel am Gürtel. Genau, richtig, stimmt, den Schmuck und so. Ja. Richtig, genau. Ja, also ja, genau. Damit leistet er sich sein Hobby. Ein Gebrauchtwarenhändler müsste man sein. Ja, genau, da ist das große Geld dahinter. Aber wirklich, finde ich ja übrigens bei den Filmen, also Kottan und Konsorten, es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge, wo die Polizei, wissen wir ja, wo die Polizei ja nicht gut dasteht, die Rosenheim-Cops, relativ blöd, Hubert und Stalder bei den Deutschen, relativ blöd, ja, stehen im Raum, und bei Kottan kam aber dazu, dass der sehr ärmlich wohnt. Wie du sagst, wie bei amerikanischen Filmen, wo ja der Kommissar oder wer immer... Vor allem, wenn er in New York ist, ist er dann meistens in ärmlichen Verhältnissen. Genau. Ja. Wo man die beobachtet, wie leben die privat, und sieht, Ja, aber der Kottan ist ja auch angelegt als der aus dem Proletariat kommende, genau, Wiener Bürger, der halt ein bisschen... Der es geschafft hat. Ja, der es geschafft hat, aber... Ja, genau, richtig, ja. Ja, und anscheinend pragmatisiert ist, weil ihm der Pilch nicht rausschmeißen kann. Also, und das aber immer wieder versucht. Ja. Und übrigens das Verhältnis von Kottan zu seinen Kollegen, insbesondere zum Schrammel, also Schremser, der ist ja so hinten vor, der Schremser, der ist so als kleine, Moment, das ist ganz, ganz widerlich, mein Handy läutet dich gleich ab, aber du moderier weiter. Ja, okay. Ja, jetzt gibt es eine kurze Klingelton-Intermission, ich entschuldige mich wirklich, aber... hätte ihm vorher sagen sollen, dass das auf lautlos gedreht wird. Naja, was soll man machen? Aber was war unser letzter Punkt? Entschuldigung. die Verhältnisse der, wie stehen die zueinander? Und mir ist eingefallen, das Verbeamtetsein des Kotterns und das Umgehen mit dem Schrammel, das hat mich ein bisschen erinnert an einen Dorfer und Thüringer bei MA2412. Ja. Ganz leicht. Ja. So der Gescheite und der Blöde. Ja, genau, richtig. Ja. Der eigentlich Souveräne, ja, im Fall von Kottern natürlich, der gerne Latin Lover wäre. Ja. Und darum immer wieder seine Bandauftritte, wo er ja... Voll. Wow. Ja, sich präsentiert bis zum geht nicht mehr. Und schier explodiert auf der Bühne. Genau, richtig, ja. Trotz Playback. Und da muss man aber sagen, die waren doch irgendwie ziemliche Playback-Künstler. Ja, und sie haben es vor allem geschafft. Und das ist auch schon, das ist ein Running Gag. Also ja, das läuft jetzt schon seit 10 Folgen oder so. Und das mit dem Playback, sie schaffen es irgendwie immer, Songs zu finden, die gerade zur Situation passen. Das hat mich ein bisschen an Tarantino erinnert. Sehr. Dass sie immer den richtigen Soundtrack quasi finden. Sie hauen ja auch in der Folge, 2 oder 3 Beatles-Lieder rein. Locker. Ja. Dann haben sie gehabt, was mir aufgefallen ist, beim Finden bzw. bei der Tatortbesichtigung plötzlich wird von Bob Dylan Wigwam gespielt. Unbekannt, kann man nicht sagen, eines der sehr bekannten, aber nicht so oft gespielten, und genau dann waren Wigwam, wo ja der wiederum vorkommende Obdachlose, der die Leiche in dem Fall gar nicht gefunden hat, sondern dem sie in die Arme gelegt wurde, oder schräg, und zu seinem Wigwam gehen, und auf einmal spielen sie wirklich Wigwam. Also ja, das ist großartig. Sehr fein. Nein, da haben sie wirklich was, das ist immer noch ein Kunststück, das sie gemacht haben. Ich weiß, die meisten Leute sind Puristen und mögen die ersten Folgen mehr vom Kottern und haben eher weniger Liebe übrig für die letzteren Folgen, aber jetzt von meiner Standwarte gesehen, gab es auch schwächere Folgen früher. Und ich würde sie, offen gestanden, ich würde sie nicht vergleichen. Es ist halt so, dass die, natürlich... Sie haben das gleiche Logo, aber so, sie sind anderer Inhalt. Ja, also der Claim ist sozusagen gegeben, es ist halt Kottern, die Figur des Kotterns sollte, wird so benannt, aber genau genommen... Wenn man jetzt den Peter Vogel nimmt, übrigens, der Pilch sagt irgendwann einmal den schlauen Satz, den Mutigen gehört die Welt. Und das ist ja auch wiederum eine kleine
ein kleiner Hinweis auf den Kinofilm, den Tüchtigen gehört die Welt, Ach so, den ja. diesen, der ja mit den späteren Kottan-Folgen nicht allzu viel zu tun hat, weil bei den Tüchtigen gehört die Welt obsiegt ja wirklich der Bestechliche. Das ist ja ein Ja. sehr zynischer Film. Und diese kleine Anlehnung, mehr ist wirklich nicht über. Mehr ist zu Ja, dem, das das war ist nur ein ein. kleiner Seitenhieb. Es gibt auch wieder Szenen, also er hat definitiv seine Längen gehabt, ein bisschen, die Folge. Und es hat ein paar Szenen gegeben, die absolut nichts mit dem Rest zu tun hatten. Ja. Die waren einfach nur drin, damit sie so, ja, wir brauchen 60 Minuten Material. Hier haben wir noch ein paar Sketche, die wir dazwischen gedreht haben. Und du hast da Und die erwähnt, die. streuen wir noch rein. Ja, und unter anderem natürlich, dass die Playback gesungenen Songs, dass die wirklich ausspielen. Ja, Das voll, ist ja. auf 5 Minuten ein Song spielen mit Einstellungen, die jetzt eigentlich undenkbar wären. Weil Voll, das waren ja. lange Einstellungen, Ja, gemeint, das paar ist, Minuten. ja, eben, genau. Ja, naja, und eben, was jetzt in der Folge mir aufgefallen ist, und darauf möchte ich jetzt eingehen, ist die Brüche in den Charakteren, die sie jetzt ja schon seit mehr oder weniger 16 Folgen oder so verfestigt haben, vor allem der Schrammel. Weil das ist jetzt das erste Mal, dass er so richtig gegen den Pilch zurückredet und lustig ist. Und einfach, und das ist etwas, was ich so, aha, jetzt ändern sie was an dem Charakter. Er ist auch auf einmal ein Playboy, obwohl er davor immer der Mann ohne Privatleben war, im Endeffekt. Also der Schrammel wird beinahe zu einem Siegertypen. Ja, wirklich. Wobei, Ja, man glaubt ihm es nicht. nein, eh nicht. Nein. Aber trotzdem, das Wichtige ist, dass der Cotton es glaubt. Ja, Und das tut er. und das ist natürlich dieses 16 Folgen, wir haben jetzt das 17. gesehen. Ja, genau, Also richtig. 17 Folgen einer Serie, wo die Charaktere so festgeschrieben sind, da ist es dann schier unmöglich, Konflikte Zu produzieren zu noch, ja. produzieren, die nicht schon irgendwann einmal in vielfältiger Form abgehandelt. Und natürlich auch ein neulingender Kunstgriff, wir verändern die Figuren an und für sich, Ja. dann ergeben sich ganz automatisch neue Konfliktpotenziale. Und die haben es Ja. natürlich, das haben sie ausgereizt. Wie du eh sagst, sicherlich nicht immer besonders lustig, aber da obsiegte halt einfach wiederum Testimonials wie der Hans Krankl. Der Oh, ja. zu der Zeit ein Starfußballer vergleichbar vielleicht mit Ronaldo jetzt weltweit gesehen war, Ja. der Hans Krankl, der goldene, der Goleador der 80er. Ja. Also Wahnsinn. Und du hast dann eh sofort, ey, der schaut aus wie Freddie Mercury. Also er war eine Vorwegnahme des Er hat Austrofreaks. den Schnurrbart, Ja, er hat die weißer Anzug. Frisur, ja genau, der weiße Anzug. Es passt einfach alles perfekt zusammen. Er ist ein Genau. Proto-Austrofred. Hans Krankl war Austrofred. Gut gelungen. Das ist seine geheime Identität. In der Nacht ist er Austrofred, am Macht Tag ist er er Hans Werbung Krankl. für Ja. dubiose Ja, genau, richtig. Fernsehsender. Ja, genau. Nee, irgendwo muss das Geld ja herkommen. War nicht vom Gebrauchtwarenhandel. Ja, genau. Wie gesagt, Leute, also anscheinend Gebrauchtwarenhandel ist Nummer eins Business, wo man einsteigen kann. Und ja, generell, genau, und dann natürlich eben auch Sachen einfach, die heutzutage nicht mehr, Szenarien, die einfach heutzutage nicht mehr passieren könnten, die einfach interessant sind für mich. Zum Beispiel eben Ja. Liebesinserate schreibt heutzutage keiner mehr. Wobei, für alle, die es interessiert, spannend ist ja nicht, dass ich es jetzt Ja. aus persönlichem, sondern eher aus sehr abgehobenem Interesse, weil sie wirklich komisch sind. Es gibt in der Zeit, in der Beilage der Zeit, gibt es immer hinten, sie sucht ihn, er sucht ihn, sie sucht sie, was immer. Und die sind wirklich originell. Da gibt es einige Okay. Kabarettisten, der Clemens Maria Schreiner hat einmal du kennst ihn. Ja. In einem seiner Programme hat er unter anderem nur einen kleinen Block eines Programms Inserate der Zeit, Partnerinserate der Zeit gelesen. Wenn es interessiert, bitte mal nachschauen, es Ja. lohnt, kann lustig sein. Also es gab sie und gibt sie Ja, noch, aber da sind sie sehr schräg. da sind sie sehr schräg. Herz sucht Herzin. Herzfrau! Das war großartig. Herz sucht Herzin. Das Das nämlich ist. so blöd, dass es wieder gut ist. Ja, genau, richtig. Und heutzutage einfach, wie gesagt, die Leute verwenden irgendwelche Online-Apps oder ja. Von Parship abwärts aufwärts, Ja, genau, richtig. Da gibt es ja alles. da Ja. ist ja so ziemlich Ist ja alles ein drin. Multimilliarden-Business. Und natürlich, das wirst du ja schon bei einigen Blogs erwähnt haben, die nicht mehr denkbare Benachteiligung aller Exekutivbeamten
sie haben kein Handy. Ja, voll. Eine Telefonzelle hat da jetzt eine besondere Rolle gespielt. Ja, das wird. Da haben wir beide, glaube ich, auch. Ja, das war eine exzellente Szene. Weil, das ist genau, das ist eben noch auch etwas, nämlich weil ich habe gedacht, ja, dadurch, dass der Vogelwasser in der letzten Folge sich selber umgebracht hat, dass das jetzt bedient ist. Dass, der Wasservogel, ja. Ja, genau, richtig, ja. Der Kaiser. Ja. Der Kaiser von Wien. Und er kommt nicht zurück, aber er hat einen Sohn, der 1:1 eher ist, nur 20 Jahre jünger anscheinend. Und noch ein bisschen schwerer. Und ja, nein, der Wasservogel war wirklich blau. Doch? Ja, ja, der okay. War wirklich, wirklich blau. Aber der ist auch nicht auf der gesunden Seite, der Typ. Und das ist auch einer der besten fetten Witze seit langem, die ich gesehen habe, wo er sich in die Telefonzelle zwängt und dann nicht mehr rauskommt. Das war... Und in allem Zynismus, den Slapstick man in sich birgt, mit der Telefonzelle weggeht und dann, und da habe ich für den und um den Schauspieler gebankt und für ihn gehofft, dass nichts passiert, vor einer wirklich steilen Treppe steht, ich weiß nicht, wo es war, irgendein Park in Wien, ja. Und vor dieser Treppe und dann passiert eines, die Telefonzelle bekommt wirklich das Übergewicht und fällt und ein plötzlich ganz harter Schnitt. Ja, so, oh, er hat sich wirklich wehgetan und wir können sie nicht zeigen. Da haben wir gedacht, er hat mehrere Gesichtsfrakturen. Und man vermutet dann, dass die Schlussszenen vorher gedreht wurden. Ja, genau, richtig. Weil das war sehr strange. Zuerst haben die Indoor-Szenen alle gedreht und dann erst die Outdoor-Sachen. Oh ja, nein, also das ist aber nicht das erste Mal, dass bei Cotton Ermittelt ich mir denke, okay. die Stunts so, die schauen nicht professionell genug gemacht aus, dass das, und weil du dass sagst, das schmerzfrei war. Weil du sagst Outdoor, da fällt mir ein Auto. Vom Outdoor zum Auto und sie haben einige Autowerbungen eingebaut gehabt, nämlich im Autosalon. Mazda. Gell, da war schon Ford. Ford. War gleich wieder bei. Der Ford Fiesta, ja, genau, ja. Über den wir geredet haben, ja. weil das also, unsere so Familienauto war. Also das Product Placement, das war da schon sehr, sehr, sehr gegeben. Ja. Nein, das war auch in früheren Folgen hat es das auch schon gegeben. Also, und interessant, aber so kein Stunt, also außer diesem, der wahrscheinlich möglicherweise zur Verletzung des Schauspielers geht. Und ansonsten nur ein Mini-Stunt, ein Auto, nämlich der irre Mörder holt sich ein Auto, in dem er einfach einsteigt. Und so sagt, muss man Autos kaufen. So muss man Autos kaufen. Ja genau, so und muss man Autos kaufen. Was tut er? Er fährt einfach mit dem, also er lässt sich von dem netten Verkäufer noch das Auto zeigen und das ist das beste Feature an dem Auto ist, dass alles elektrisch ist, was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt beim Auto aus dem Jahr 1983. Gab es schon 83? 83 gab es schon elektronische Fensterheber, oder? Ich vermute es. Ja. Also es wird genau darauf wird angespielt worden sein. Und dieses Auto sagte, ich brauche nicht mehr, also ich habe mir schon überlegt, ich nehme es und fahrt los und fahrt durch die Schaufensterscheibe. Das war der einzige Stand. Und es war in Zeitlupe aufgenommen. Weil, so Wahnsinn. Und das war aber die Nähe zu Tarantino. Ja, voll. Ja, das hätte aus einem seiner Gangsterfilme sein können. Das war es aber schon. Voll. Das war das Spektakulärste. Ansonsten übrigens, der erwähnt dann einmal, der ganz normale Wahnsinn, das wäre jetzt nur ein kurzer Sidestep zu einer Serie, die um die Zeit herum, glaube ich, im Nachtprogramm sehr gern gesehen wurde, der ganz normale Wahnsinn mit Tobias Kleiner. Mhm. Und er sagt irgendwann der ganz normale Wahnsinn und dann antwortet der andere, nein, das ist ein anderer. Also kurze Anspielung, ja. Das sind so viele, viele kleine Sidesteps, wo ich immer denke, sogar ich, der ich vielleicht bei dem einen oder anderen noch Vernetzungen spürte, ja. Kann mich sicher nur mehr an einen Bruchteil erinnern. Also da ist so viel drin an Zeitgeschichte. Ja. Ja, auch die Bücher, die der Schrammel liest, genau, und wieder hinlegt. Mikis und so. Bilen, ja, genau, richtig. Ja. Mir sagt das überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das irgendein Krimi? Ja gut, der Mikis Bilen, das war so die Kult-Detektiv, also so einer dieser harten Detektive, die Amerika hervorbrachte. Der war halt so ein Vorbild, unter anderem ein Chef. Also Chef ist... Der schwarze Detektiv und Mikis Bilen hat Detektive kreiert. Ich zu meiner Schande gestehe jetzt, ich weiß gar nicht, ob der Mikis Bilen jetzt die Figur ist oder der Autor. Ist das nur es sagt mir was, schäme mich, dass ich es nicht weiß. Aber du hast mehr Informationen als ich. Also von daher alles andere ist es schon. Bitte nachschauen im Internet. Ja, genau, es ist eh alles im Internet. Mikis Bilen eingeben und wir haben es schon. Ja. Nein, also das ist die Folge generell. Hat mir gut gefallen, vor allem es hatte eine sehr angenehme Struktur. Es hat nicht versucht, 80 Handlungsstränge wie andere Folgen davor
zu haben, nur damit sie chaotisch irgendwie zusammengeführt werden. Es hat sogar einen richtigen Standoff am Schluss gegeben. Ja. Es hat ein echtes Ende gegeben bei der Folge, wo man sagt, okay, der Mörder ist jetzt gefangen worden. Ja. Und das war exzellent gemacht, weil es war nicht der Kottern. Und es war nicht der Kottern. Und was man jetzt, da muss ich jetzt noch einen ganz kurzen Seitstep, ja, die vom Mörder präpariert, ne, verwehrt sich gegen den Ausdruck ausstopfen. Ja. Die sind nicht ausgestopft, die sind präpariert. Die von ihm präparierten Frauen, er hat nur Frauen gemordet, also auch nur ein Serienmörder mit einer Fetischisierung, ja, sozusagen, wie es aber bei den irren Mördern ja eh immer vorkommt, die von ihm präparierten Frauen, wo wir dann auch lachen mussten, weil die Schauspielerinnen, das die war super, nicht in Standbild aufgenommen worden sind, sondern also in Freeze, sondern tatsächlich, und das war natürlich schon beabsichtigt, ganz still stehen mussten, und immer wieder merkt man, die schaffen das nicht ganz. Sie sind nämlich in verkleidet, und ich habe lange nachgedacht, die waren jetzt Suffragetten verkleidet. Suffragetten waren Frauen, die gegen den Alkohol, und zwar in Amerika, der Prohibition oder Vorzeit, okay, die sind durch die Straßen gezogen, deswegen in diesen ich das schwarzen Gewändern, okay, und haben Musik gemacht und eben Gospels nicht gesungen, aber christliche Lieder gesungen gegen den Alkohol, gegen den was immer. Gegen den Teufel an, ja, sich, im Alkohol, ja, vor allem. Und diese Suffragetten-Uniformen, die hat er sich rausgenommen, sie haben, wenn man schaut, einmal ein S auf der Seite, am Kragerl. Ja. Es ist kein deutsches S. Das ist ganz einfach von dieser Gruppierung Suffragetten, ja, S. Und das war so ein kleines Detail am Rand, wo man sich denkt, okay. Ja, weil man sieht ihn noch nie Alkohol trinken, oder? Überhaupt relativ wenige. Der Kottern ist den Mörder überhaupt nicht, glaube ich. Und den Kottern am Schluss. Naja, am Anfang trinken sie den Rum vom Obdachlosen. Ah ja, den habe ich mir auch aufgeschrieben, Alkohol im Dienst, das wird es heute auch nicht mehr spielen. Ah. Nein, ich sag, dass es in der Realität es noch spielen würde, aber ich würde jetzt sagen, dass wenn die jetzt nicht einen gestörten Polizisten darstellen, sondern es ist, keine Ahnung, nimm irgendjemanden von Tatort, die werden jetzt nicht während dem Dienst saufen, oder? Wenig. Eben. Übrigens auch spannend, auch das ein Zeichen der Zeit, bei Kottern wurde schon sehr wenig geraucht. Außer der Kottern selber. Der Kottern selber, aber und so der versucht auch, in der letzten Folge hat er nämlich immer wieder versucht aufzuhören. Doch? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja, und dann haben sie nämlich erklärt, warum der Schenzer erklärt dann endlich, warum er kein Bein mehr hat. Ah. Das ist ein Raucherbein. Ah, alles klar. Aha. Gut. Also ja. Spoiler Alert für die letzte Folge. Ihr habt es euch eh schon angehört. Und wenn nicht, ja, dann unbedingt. Ja, voll. Hey. Ja, genau. Exzellenter Content hier wird hier produziert. Nein, aber was haben wir denn noch auf der Liste? Ich habe noch einen schlauen Satz aufgeschrieben vom Schremser. Ja. Apropos Polizei, wo der Schremser mal sagt, wer zuerst denkt, kommt nie zum Schießen. Das ist einer der Sätze, wo die Polizei ganz sicher gesagt hat, so sind wir nicht. Ja, nein. Oder doch? Ja, ein paar Leute sind zuerst erschossen worden, immer wieder. Hat es nicht einen Skandal vor 4 Jahren oder 5 Jahren gegeben? Ja, wo der eine der Junge im Supermarkt in Billa oder so irgendwas erschossen worden super, ist. Ja. Obwohl er weggelaufen ist und alles. Ja, das war. Also, ja, das ist die traurige Realität leider. Und da wird das halt. Natürlich in der Form vom natürlich lassen Sie das den Schrammel sagen. Und spannend jetzt übrigens, nur ein kleiner Sprung, ein immer wieder vorkommendes Element in den Kotterns war nämlich eher die Einheitszeitung, die immer wieder vorkommt. Österreichische Einheitszeitung. Die österreichische Einheitszeitung. Ja. Und die ist ja wirklich jetzt traurige Realität geworden. Ja, ja, voll. Ja, ja, es gibt jetzt Österreich. Es gibt Österreich. Ja, ja, das ist. Oh. Und schaut, die Connection habe ich einfach geblockt in meinem Kopf, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Und es gibt kein Morgen ohne heute. Oh. Ja, ja, genau. Und warte, was war der Spruch? Die hatten ja sogar einen Spruch. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Will ich den Keller zeigen? Nein. Ich bin jetzt nämlich auch beim Suchen der Sprüche, die ja zum Teil recht. Und was mir ein bisschen jetzt, während du sagst, ja, was ganz wenig an Gwaltinger Sketches und Sprüche erinnerte, lost eine seiner, also der Texter, lost einmal ein Opfer des Mörders sagen: Mein Gatte war Fleischhauer. Aber mit Kultur. Und das ist so ein feiner Spruch, der wahrscheinlich auch so eine gewisse Ursprünglichkeiten hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt gefunden. Die Österreichische Einheitszeitung hat eben durch den Mund vom Krankl sagen lassen,
Was wir denken, Zeitung. Ah, ja. Und wie wahr ist das geworden? Ja, absolut. Wahnsinn, das ist ja ein visionärer Film, so gesehen. Ja, ja, nein, nein. Also es hat, wie gesagt, also ich muss sagen, die Leute können sich Kottan immer noch anschauen, weil sie finden immer noch etwas darin, auch heute noch, dass auch heute noch definitiv mit den Zeiten quasi resoniert. Und mit den Zeitungen durchaus übrigens, der Herr Dorfer hat einmal vor einiger Zeit, ich weiß jetzt nicht welche, der Gratiszeitungen oder auch, war es die Krone, ich weiß nicht, wurden, nein, es war schon eine der Gratiszeitungen, die er bezeichnet hat, das Büderbirchl mit Rechtschreibfehlern und das ist zum Teil. Das ist traurig, nein, 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 die haben ja alle keine Proofreader mehr, oder? Ich weiß nicht, durch was für ein Programm die das laufen lassen, aber manchmal kommen da Fehler vor, da denke ich mir echt, boah. Und man denkt sich, aber es ist Absicht. Möglicherweise, ja, möglicherweise, um Konfliktstoff zu schaffen, zusätzlichen. Ah, okay, damit die Leute sich mehr aufregen und drüber hin. There's no such thing as bad publicity. Ganz genau. Vor allem für eine Zeitung anscheinend. Ah, ein Gag noch, der mittendrin reingestreut ist, eben von den Sachen, wo wir geredet haben, dass das eben irgendwo drinnen ist, ohne irgendeinen weiteren Zweck zu haben. Der Kottan bringt seinen Sohn irgendwo hin und dann steht er vor der roten Ampel. Ja. Das ist der erstens einmal. Dank dir weiß ich jetzt, dass der Sticker, den der Sohn auf das Auto vom Kottan platziert, auch in der Realität war. Ja, den gab es. Ob es jetzt davor oder danach war, ist jetzt nicht mehr einzuordnen, aber es war in der Realität. Und der Sticker, könnt ihr euch vorstellen, waren vier Karikaturen von Polizisten und sie sagen alle gemeinsam, wir müssen draußen bleiben. So wie die Hunde, mit dem gleichen Dackelblick wie die Hunde Tafeln vor den Supermärkten. So waren die, ja. Genau so gemacht. Ganz genau so. Ja. Wobei ist natürlich... Den Sticker muss ich mir organisieren, das Bild. Das brauche ich in meinem Leben. Und keine Frage, die Polizisten, die natürlich, und deren, die muss man auch immer wieder sagen, die Mehrzahl derer sind schon solche, die natürlich sehr, sehr, sehr wohl denken und ans Schießen hoffentlich nur am Schießplatz denken. Ja. Oder im äußersten nur in Gefahrensituationen für sich selber. Aber es gibt schon nur diejenigen, die halt nur die Seiten gewechselt haben, sozusagen vom Gedanklichen. Und, ja. Ja, und mit denen hat sich halt Kottan und Filme wie Kottan, Regisseure wie Barzak. Barzak, genau, und Schreiber wie der Zenker immer wieder auseinandergesetzt. Ja, wie du ja gesagt hast, aktuell immer noch. Ja. Und was eben Macht bei manchen Leuten auslöst, wenn man es ihnen offiziell in die Hand gibt, quasi. Und fein eben bei, und da glaube ich, da ist die Idee, die dann, die Richtung, die diese Form der Kottan-Komödie, das war dann eigentlich Slapstick, ja. Es war dann Comedy, pure Comedy, genommen hat, aber dieses dahinter in Frage stellen von Hierarchien. Die hierarchische Führung wird nicht ernst genommen. Der Pilch ist eigentlich ein armer Kerl, der da völlig überfordert auf seinem Sessel klebt. Bei gleichzeitig Anwandlung von Wahnsinn und Machtgier, genau. Sondergleichen auf der anderen Seite. Und eine eine Bestätigung suchen durch andere, die, genau, weil er ja, genau, er ist ja. Die Hans-Krankel-Geschichte war ja eigentlich nur, weil er zum halbjährigen besten Polizisten vielleicht gewählt worden wäre, was dann nicht wahr wird, weil er 24.000 Stimmen bekommt, die alle aus der Polizei selber kommen. Also er hat es halt geschoben, der Pilch, weil er wollte nichts. Also das heißt nämlich, dass er null Freunde hat. Und der Kollege, der aber dann doch obsiegt, 24.002. Ja, genau. Also zwei mehr, ob die Zahlen nicht stimmen. Ja. Wir sind beide, glaube ich, keine Mathematiker, die sich das so merken. Ja. Aber kurzum, das als kleines, noch ein kleines Versagen der Hierarchie, also des hierarchisch befehlen Wollenden und des Gelingenden. Und das war, glaube ich, in der Zeit schon die Idee, weil ja hierarchische Systeme in vielen Organisationen, Vereinen und ähnlichen Gruppierungen ein übernommenes war. Das hat man ja schon gekannt. Das war ja klarerweise, hat ja auch funktioniert in einigen bis vielen Bereichen, wurde aber zu Recht in Frage gestellt und dann kam ja das, die Führungsstruktur, das basisdemokratische Herangehen, wie kann man jetzt Entscheidungen treffen, wir tun das alle und. Und es funktioniert natürlich auch nicht immer. Aber es ist doch netter.
Ja, weil man hat zumindest irgendwelche Entscheidungskraft So, als weil du Einzelperson. mich ja auch mitreden lässt, das ist ja, Ja. ne? Nein, nein, also das ist, der Podcast ist sehr darauf basierend, dass es symbiotisch ist. Ja. Deswegen brauche ich einen Gast, ich könnte das nie alleine machen. Ja. Also. Du kennst sehr wohl. Ja, Aber dann hältst du weniger Pausen. ja, das ist, nein, wirklich, also glaub mir, du schlägst dich sehr gut, muss ich sagen. Eben, also. Genau, dann gab es noch die Side-Story, dass die Ilse den Kottern dabei erwischt, wie er mit der Elvira rummacht. Also nicht rummacht, sondern. Eben, sie vermutet Ja. und dabei ist er, da ist er wirklich völlig unschuldig. Da Ja, kommt das er, ist. Ja, aber weißt du, so geht's wenn halt. du schon 8-mal auf die gleiche Art enttäuscht worden bist, dann glaubst du, dass es beim 9. Mal wieder so ist. So ist es. Ja, also da hat sich einfach schon etwas eingefräst einfach. Und er ist ja auch rausgeschmissen am Schluss. Er wird Die Folge wirklich endet nicht gut für den Kottern. Er hat keinen Job mehr, keine Wohnung. keine Wohnung, er ist in einer Bar und besäuft sich und das Ja. war's. Ja, und neben ihm trinkt einer, das ist also Das war ein feiner, wo wir dann beide geglaubt haben, es ist der Film hängen geblieben, weil Ja. es ein langes Standbild gibt. Folgendermaßen, neben dem Kottern sitzende trinkt ein Glas Ex und fällt dann mit einem seligen Lächeln vom Stuhl prallend am Boden auf, immer noch lächelnd, und Kottern wendet sich an den Paarmixer, was er gehabt hat. Das will ja. Und das ist möglicherweise ja so ein großes Signal an viele gewesen. Ja, viele würden sich das wünschen. Ein Schluck von was zu trinken, die sind dann selig umfallen lassen. Von einem Barhocker und Von du einem Barhocker. spürst es nicht. Ja. Aber das ist keine Message, die man verkaufen kann. Nein, absolut nicht. Ah, und was mir noch aufgefallen ist, das Kellerabteil, da wo er die Sachen quasi präpariert, hat mich erinnert so an vom Set-Design und so, an so ein Mischding aus Frankenstein und Körperwelten. Ja, durchaus. Das war irgendwie so, weil überall waren die Leichenteile und dann war wieder das Schwein am Boden. Also so das Präparierte. Ja, genau. Und er hat definitiv die Brille, die er trägt, Ah, die die. so stark anscheinend ist, die Linsen, dass das sein Gesicht ein bisschen verzerrt. Ja, und Ich glaube, das diese. war Absicht. Und die Brillenmode, die sie da ja immer wieder ins Bild gerückt haben, die war ja auch sehr. Ja. Das ist ein wirklicher Das Zeitzeuge, diese Beste Brille. ist an dem Ganzen, meine Ex-Freundin hatte fast die gleiche Brille wie er. Das sollte dir zu denken geben. Ja, ich glaube auch. Oder auch nicht. Deswegen Na, geh auf. Ex-Freundin, weil sie Tiere präpariert. Und vielleicht Gebrauchtgegenstände verkauft. Ja, eben Ja. genau, sie hat dann versucht, meine Uhr zu verhökern und Geh das. auf. Jetzt wäscht er der schmutzige Wäsche Ja, genau. vor dem Mikrofon her. Das ja. Ja, genau. Na, und genau, der Standoff, da sind wir ja hängen geblieben. Sozusagen Genau, wortwörtlich, ja. nämlich Standbild. Und dann gibt es das Standbild des fragenden Kotterns, der in den Barkeeper hineinfragt, beziehungsweise seinen Wunsch kundtut, sowas möchte er auch haben, und dann ist Freeze aus, und wir haben gedacht, was ist jetzt? Film hängt. Die Stimme, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wer der Sprecher war, Ja, der ist mir nicht das eingefallen, muss ich noch rausfinden. und das wird nachgereicht. Ja. Bitte unbedingt auf der Homepage nachgucken. Ja, oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare. Genau. Da gibt's ein paar Leute, die sich das sehr fleißig anhören und dann Zusatzinformationen geben. Übrigens, Super gut. danke Leute dafür, dass ihr das macht. Ist immer sehr hilfreich, weil ich mache zu wenig Recherche Und anscheinend. da ist jetzt eine heftige Aufforderung, weitermachen, Ja, genau. weitererzählen und. Ja. Na, und das mit dem die 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 das was ich meinte war der Standoff mit dem Mörder, Ah, weil da haben wir da den waren wir ja, Zuhörer die genau. Zuhörer jetzt hängen gelassen, Ja, weil stehen das gelassen. da, weil eben der Cotton, sie kommen ja relativ früh schon drauf, dass viele Frauen vermisst werden, und zwar immer dort, wo gerade Landwirtschaftsmessen sind. Und dass Inserate geschalten werden und dass sie Witwen und Dings sind, Alleinstehend, alleinstehend oder mit wenig Familie. Ja, partnersuchend. eben, weil er sucht eben auch nach einem einsamen Herzen für sein einsames Herz quasi. Eine Herzin. Herzin, ja, genau. Und und der Cotton hat natürlich sofort den Plan, dass man einfach ein falsches Inserat reinstellt und eine Polizistin das machen lässt. Aber der Pilch ist absolut dagegen, weil er den Kottern raus haben will zu dem Zeitpunkt schon. Und relativ spät dann in der Story
lässt sich die Elvira, die Ilse, Ilse, die Frau Kottern, lässt sich dann überreden, dass sie das macht. Und dann gibt es ein paar Montagen mit Dates, die nicht so gut laufen, wo sie dann, Bock springt. Bock springen, also so. Irgendwas einfach, was. Kommentiert wieder von der feinen Off-Stimme, die wir noch immer nicht wissen. Ja. Und dann tritt der erwünschte und gefürchtete Fall ein. Die beiden kommen zusammen, dass der Lockvogel und der Täter. Ja. Sind eins. Und er bringt sie gleich zu sich nach Hause und es stellt sich heraus, es ist eine verlassene Bäckerei, Konditorei. Also irgendein Geschäftslokal. So seltsam. Mit unheimlich, ein Geschäftslokal mit viel unheimlich. Ja, nein, da hat man wirklich transportieren möchten, oh ja, er ist so böse, 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 er kann nicht mehr gescheit normal leben. Ja. Richtig, ja. er ist zu Monster, um sich quasi den normalen sozialen Begebenheiten einzuordnen. Wobei, meine Wohnung schaut auch eigenartig aus. Das kann ja auch was Gutes sein. Weißt du, nein, aber ich sag mal, das ist das Kommentar von dem Film, was ich glaube, was der Film machen, also die Folge machen möchte, ob es dann wirklich Realität ist, weil ich habe auch Sachen, die weird sind, die bei mir um und an stehen, aber es ist jetzt nicht so, dass... Wir schwenken das Mikrofon jetzt herum. Ja, genau, richtig. Hört mal, wie die ausschaut. Ja, hört, wie komisch alles ausschaut. Dann übrigens ein toller Kunstgriff von ihr, beziehungsweise auch vom Regisseur. Ilse. Sie durchschaut diesen Trick und es ist immer diese Creme. Weil die Creme grün leuchtet. Warum auch immer. Mit viel Absinth drin. Nein, also sie scheint wirklich aus sich heraus zu strahlen wie ein radioaktiver Abfall vor irgendeinem alten Alien-Film. Ja, genau. Oder aus einem Ninja-Turtle. Und tatsächlich kommt gerade dann ein Telefonanruf, so wie er bei mir vorher nicht passt hat, ne? Ruft man ja dann, während gerade Sendung läuft. Aber in dem Fall hat es natürlich die Handlung wunderbar weitergetrieben. Er muss rausgehen und sie schaut sich um und schnuppert kurz an dem und scheint, weil sie ist ja, glaube ich, es kommt immer wieder vor, sie ist kriminologisch sehr geschult. Nicht so. Die Mutter ist es. Die Mutter ist es, aber sie ist auch immer noch sehr schlau. Also, sie ist sehr schlau. Ja. Und sie hebt, glaube ich, den Deckel und fächelt sich Luft zu von dem, also sozusagen, sie will das beschnofeln, was da drin ist. Und dann beschließt sie, was man erwartet, wir alle wussten, dass das passieren wird, sie tauscht die beiden Schüsseln aus. Klassische Switcheroo. Absolut. Ja, na, und das ist, das war auch eine Deus Ex, das war ein Deus Ex Telefon. Weil das ist davor nie vorgekommen, das Telefon. Er ist nie davor angerufen worden. Jetzt. Und genau in dem Moment natürlich kommt das praktischerweise. Und er ist eben dann das Mousse und merkt nicht anscheinend, also er hat sich anscheinend noch nie selber unter Drogen gesetzt. Weil wenn man es riecht, dann wird man es auch schmecken. Möglicherweise, oder? Er ist einfach so aufgeregt fast immunisiert über die Tatsache, da ein neues Opfer gefunden zu haben und der löffelt dir richtig gierig rein. Du merkst, der schaut nicht mehr, ob was noch schmeckt und so weiter. Ja. Und dann kommt es eigentlich zum eigentlichen, fast endgültigen Showdown. Ja, genau, wo dann eben im Keller er ihr diese groteske Puppenshow zeigt und sie nicht die erhoffte Reaktion bekommt. Völlig damit in hohem Einverständnis bewundernd seine Taten würdigt, sondern einfach sagt, was ist denn das da? Schaut ja scheußlich aus und schreit und stürzt auf die völlig Bühne. Aufgeregt auf die Bühne und sieht dann ihre Mutter. Ja, das ist die Mutter von Kottern. Die Mutter von Kottern. Aber seine so, die Stiefmutter. Die Mama. Ja, die Mama. Ja. Ja, und ein großes Mutterbild. Und die glaubt gleich, dass sie tot ist. Noch präpariert ist, aber sie morst ihr mit Augenzwinkern zu, dass alles in Ordnung ist. Haut ihrerseits eine Waffe dabei? Ja, nein, die ist ständig bewaffnet, die Lady. Also die hat immer wieder Puffen. Und sie hat generell übermenschliche Kräfte. In einer Folge hat sie sich nach Paris zum Beispiel teleportiert. Also eine etwas älter gewordene Modesty Blaise sozusagen. Ja, genau. Ja, so. Ja, oder die unglaubliche Genie. Ja. Nur halt nicht in so einer seltsamen Unterdrückungsrolle. Simmerings Antwort auf Genie. Ja, genau, richtig.
Schau, das wär ein nettes Remake, eine österreichische Variante von Genie, Wer jetzt? wo es einen männlichen Genie dann halt nehmen. Super. Wer da jetzt Ideen hat, vielleicht, ne? Vielleicht ist da eine Idee Ja, geboren, gefällt einmal. schreibt uns das Skript. Ja. Wir machen eine kleine Animation draus und boom, fertig. Und Geht ja dann, alles so einfach. und kurzum, jetzt haben sie ihn. Also Ja, genau. der Mörder ist ohnehin bereit, weil es wirkt Ja. ja die Droge doch. Er liegt jetzt auf seinem Sessel, der sagt, es ist alles nicht so, also Ja. sinngemäß, O-Ton weiß ich nicht mehr, es ist nicht alles so, wie er sich vorgestellt hat, aber es ist mir eigentlich wurscht. Ja. Weil diese wunderbare Egalitätsdroge wirkt Schau, auch er bei hätte ihm. eigentlich die Drogen nur selber nehmen müssen, dann Ganz hätte er gar genau. nicht die Leute umbringen So müssen. ist es. Manchmal Schau, kann es so einfach sein. die Moral von der Geschichte, Drogen helfen schon, statt nicht, weil nicht wird sich reimen, aber Wird sie reimen. ja. Na gut, also zumindest bei sehr verhaltensauffälligen Menschen, ich weiß, haben Anscheinend, wir ganz gut. vielleicht ist das eine Psychopharmaka-Werbung Waren im wir Endeffekt. im Endeffekt Am schon? Schluss einfach ein großes Bayer-Logo. Wann? Ja. Es ist einfach eine 60-minütige Werbung für Bayer. Psychopharmaka, genau. No, Das und dann wäre aber auch ein großartiger Gag ist gewesen. er jedenfalls gefasst Ja. und eigentlich ist es fast aus, nur dass der Kotter immer noch keine Wohnung hat, immer Ja. noch gekündigt ist er jetzt hier noch nicht, aber das wird er jetzt Genau. gleich sein, weil er einer Intrige zum Opfer fällt. Unter anderem vom Vogelwasser Junior, Genau, der Wasservogel. davor ja auch dem es ja zu müde geworden ist, den Kottern umzubringen zu wollen. Und jetzt Und greift er zu einer List, ja. zu einer regisseurlistigen List und So schummelt. schlecht inszeniert Na, aber. aber es ist ja schon. Aber es ist dann, da sagt man dann, ist gut, dass aus ist. Ja. Eine Pistole, die von der einige wissen, dass sie bei Straftaten dabei war, also wie auch immer, Ja. schummelt er in die Schublade, also in die Schreibtischschublade des Kotterns. Als erst habe ich nur gedacht, oh, die ist jetzt so präpariert, wenn man die Lade aufmacht, geht's los. Nein, aber das war es nicht. Nein, es war Sondern es war nur ein Trick. eine schon benutzte Mordwaffe. Genau, und der Präsident Pilch, wie könnte es anders sein, liegt auf dem Kasten und Und beobachtet das der Ganze. Schrammel sitzt auf der anderen Seite vom Wiederum Büro. Mickys Bilän lesend. Ja. Und da ist mir jetzt eingefallen, warum er nichts gesagt hat, der Schrammel. Weil davor, keine Ahnung, ein paar Szenen davor, haben der Pilch und der Cotton ein Streitgespräch gehabt und der Cotton sitzt gerade in seinem Sessel und der Pilch sagt irgendwas, dass irgendwann mal der Se Sessel jemand anderer drinnen So sitzt ist wird es. und der Schrammel sagt, ja, ich. Ja. Wo er, also ich glaube, das war quasi seine Motivation, dass er den Job haben wollte. Er wollte Er will da Major mal, werden. er will, genau, er will so am Stuhlbein sägen wie alle anderen auch Ja. im gelegentlichen verbeamteten Raum. Auch etwas, was mir davor noch nicht vom Schrammel gekannt haben. Okay, da ist er jetzt Er zurück, war ja. dümmlich meistens, aber ehrlich. Und gutwillig. Ja, und gutwillig. Aber Ja. diesmal, ich glaube, das ist er wird korrumpiert vom Pilch langsam. Und das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Jetzt wird er Ja. einfach abbeißen. Man kann gespannt sein auf die nächste Folge. Wie böse kann der noch werden? Ja, das ist wahr. Wie kann der noch werden? Was wird aus dem noch? Ja, und dann war es eigentlich Ja, ziemlich. das war die ganze Folge. Eigentlich schön abgerundet. Schön schräg durcheinander. Wir haben Ja. jetzt mal Gedankensprünge gemacht, die ihresgleichen suchen. Der Ja, aber Film. das ist einfach ein Produkt auch von dem Originalmaterial, das auch manchmal einfach irgendwo hingeht. Ja. Wir haben Gedanken. immer noch, keine Ahnung, 20 Sachen nicht besprochen, die da drinnen sind. Absolut. Ja, Und soll auch aber. nicht, weil es soll ja Lust machen, sie diese alten Filmchen gelegentlich mal wieder anzuschauen. Absolut, absolut. Also es gibt noch genug, also schaut es euch an, die Folge. Generell für dich jetzt, wie würdest du die Folge einschätzen? Würdest du sie jemandem anderen weiterempfehlen, genau diese Folge zu sehen? Oder sollten sie von Anfang an beginnen? Oder wenn sie, sagen wir so, wenn es im Fernsehen läuft Wahnsinn. und du bist bei Freunden, würdest du sagen, hey, das wäre was, was man sich anschauen könnte? Wenn ich sozusagen ein interessantes Gespräch im Laufen habe, keineswegs, dann würde ich es nicht. Ich würde es ganz einfach sagen, zeichnet es auf, Ja. nehmt es auf und schaut es euch die gelegentlich mehr an. Ist interessant, weil man ganz einfach, wie gesagt, vom schrägen Herrn Krankl, der da als Moderator agiert, bis hin zum Peter Kraus, den man im Hintergrund singen hört, und. Also all diese ja sehr wohl durchdachten Schrägheiten der Kottan-Filme von den beginnenden bis hin zu den dann im Endeffekt nur mehr ins Comedienfach abgleitenden, also Comedian eigentlich. Ja. Aber es ist allemal so, wenn man ein bisschen Zeit hat und mag reinschauen,
Ja, schon empfehlenswert. Also es ist Ja. kein Muss-Film, definitiv nicht, Nein. aber es unterhält. Und es ist ein nettes, eine nette Zeitkapsel. Und man kann darüber reden. Ja, absolut, absolut. Also zum Beispiel eben, ich würde mir, also solche Sachen kann ich mir gut vorstellen und mache ich auch, dass ich mich einfach mit ein paar Freunden Ganz zusammensetze, genau. Papier trinke und einfach sich mal unterhalten lässt für eine Stunde oder so. Das ist perfekt und danach Absolut. kann man über die wahnsinnigen Sachen, die gerade passiert sind, reden. Und war Ja. man unter Umständen tatsächlich, einige der Zuhörerinnen Oder und wie ich Zuhörer, mache einen Podcast ja, du machst einen Podcast draus. Und draus. einige, die vielleicht überlegen, im Bereich Film, im Bereich Kurzgeschichte, was auch immer was zu tun, sind das ja alles Gedankensplitter und Impulsgeber, Ja. wo man sagt, oh, gar nicht so schlecht. Hätte ich anders gemacht? Na ja, hätte ich anders gemacht, heißt, mach es anders. Manchmal sind Absolut. diese Dinge Aufforderungen. Ja. Ich bin ja der Meinung, wenn einem was nicht gefällt, dann kann man, gibt es viele Zugänge, es gar nicht anschauen, es rechtzeitig abdrehen oder besser machen. Sehr gut. So Ich glaube, machen. das sind sehr Wir gute sind voll. Schlussworte. Aber du hast noch deine Plugs. Wo sieht man dich? Was kann man von dir lesen? Was gibt es derzeit von dir? Derzeit ganz aktuell gibt es jetzt, da wird es die Buchpräsentation geben am 1. November bei der Also ich werde auch alle Links einfach dann in die Beschreibung reinwerfen. Du, ja? Ist gar nicht, man kann, mich findet man unter, wann ist, darf ich die Eigenwerbung tun? Ja, klar, sicher, mach, mach. www.andreblau.at, meine Homepage, und da kann man auch gucken, was ich mache. Eben jetzt aktuelles Buch, satirische und Nonsensgedichte und Texte mit dem Titel Baumfänger. Baumfänger deswegen, da geht es um Biber, Okay. sind Nagereime und Geschichten. Und da gibt es bei der kleinen Buchmesse im Museumsquartier am 1. Juni um 12:05 Uhr, genau, habe ich die Lesung vor Ort. Das ist jetzt das Aktuellste vom Aktuellen. Alles andere würde ich Ja. sagen, einfach in der Homepage gucken, da ist eh das Okay. Aktuellere drin. Ja. Ja, das war's. Wann sieht man dich wieder auf der Bühne? In nächster Zeit am 30., es ist jetzt alles sehr eng beisammen, am Ja, weil die 30. Folge werde ich entweder heute oder morgen schon Ah, hochstellen, dann also. ist die Werbung berechtigt. Im Theater am Alsergrund am 30. Oktober um 19:30 Uhr, das ist in der Da haben wir ja schon Löblichgasse. gemeinsam Da haben wir ja gespielt. gemeinsam, Gemeinsam schon also gespielt, absolut, ja. also das hat gemeinsame Geschichte, diese Ja. Bretter. Löblichgasse 5 bis 7 im 9. Bezirk, eine kleine Werbung fürs Theater am Alsergrund, ein Absolut sehr feines feines, Theater, kleines Theater, keine wirklich. Frage. Ja, und jetzt ganz nah am Freitag im Froff im 15. Bezirk in der Rheindorfgasse ein schräges Programm mit dem Titel Blaubeer. Gemeinsam mit Herbert Reisinger, Ah, Schlagzeuger, Musiker, super. ist ja, sehr textlastig, Ja. sehr abgehoben. Nicht grotesk, also so Ja, weit würde ich ja. nicht gehen, An aber andere Absurditäten. anders absurd. Ja. Kurz, das war's. Okay, wunderbar. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du mein Gast warst. Es war wieder mal ein Volksfest. Danke für die Einladung, Entschuldigung fürs Telefon. Naja, kein Problem, kein Problem. Ich werde dann schauen, wie laut es bei der Aufnahme ist. Ja. Danke fürs Zuhören wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, natürlich like die Folge, share sie mit anderen Leuten. Was die Gratiswerbung für mich und den Podcast. Wenn ihr sie mögt, dann sollten andere Leute es doch auch mögen können, dürfen. Ja, danke nochmal fürs Zuhören und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! Ja, dann viel Vergnügen beim nächsten Mal und bei allen weiteren vielen nächsten Malen. Ja, gute Wege und ja, gute Ohren. Vielen Dank.